Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Heutiges Thema: Sarrazin, SPD-Mitglied. Es ist als erstes anzumerken, Sarrazin zeigt hier die Fehler der Parteienpolitik auf. Erst durch die Versäumnisse der Politiker hat er die Gelegenheit bekommen, zu kritisieren und offen seine Meinung zu sagen. Ich muss anmerken, da es sonst keiner macht. Sarrazin hat in fast allen Punkten dem Bürger aus der Seele gesprochen. Nur hat der Bürger keine eigene Meinung und ist feige. Ich selbst habe Sarrazin nach seiner Äußerung, er würde jeden Job für 5 Euro antreten, eine lebenslange Beschäftigung bei bis zu 40 Stunden Woche bei 5 Euro die Stunde schriftlich angeboten. Er hat aber nie darauf geantwortet, also hat er hier eine Gruppe diffamiert. Zu dem Stern TV-Bericht vom 29.08.2010 muss ich bemerken, dass Sarrazin mehr als recht hat. Denn selbst ein Ausländer in Duisburg-Marxloh sagt, dass zu viele Ausländer im Land sind. Und Deutsche dort sagen, sie sind diejenigen, die integriert werden müssen, also Ausländer im eigenen Land sind. Auch war ich verwundert, dass ein Ausländer einen Gewerbeschein erhält, obwohl er kein Deutsch kann und nach 25 Jahren in Deutschland auch nicht gelernt hat. Dann stimmt hier im Lande vieles nicht. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, als ich vor Jahren eine türkische Teestube besucht habe, wollten gleich alle, dass ich mich für ihre Belange einsetze. Und als ich sagte, sie sollten doch erst die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, dann würde ich mich für sie einsetzen, da wollte auf einmal keiner mehr, dass ich mich für sie einsetze. Eigenartig, oder? Also, sie wollen gar nicht integriert werden, sondern nur Vorteile nutzen. Des Weiteren sagte mir im Sportverein dieses Jahr ein 27-jähriger Ausländer, dass er bisher keine deutsche Staatsangehörigkeit brauchte, jetzt aber überlegt, sie zu beantragen. Aber nur, weil er arbeitslos geworden ist und keine Arbeitsstelle bekommen kann. Beschämend ist allerdings, dass sich die SPD und auch alle anderen Parteien stark bemühen, Sarrazin aus der Partei zu werfen. Also eine Person, die offen seine Meinung vertritt, laut Artikel 5, Meinungsfreiheit im Grundgesetz, auch wenn sie nicht immer richtig ist. Sollte er aber sonst gegen irgendwelche Gesetze verstoßen haben, dann sollten die Parteien ihn kritisieren und auch anzeigen, damit nach dem Urteil zu erkennen ist, wie scheinheilig diese Parteien und die Politiker sind. Schon das, dass sie ihn nicht anzeigen, ist Schmarotzertum der Parteien und ihrer Politiker. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land?
los in diesem Land? Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Denn alles, was Sarrazin sagt, sind die Fehler dieser Parteien und ihrer Politiker. Herr Sarrazin, sagen Sie und schreiben Sie Ihre Meinung weiterhin. Denn sonst macht es ja keiner, weil alle feige sind. Sollte die SPD es dennoch schaffen, Sie aus der Partei auszuschließen, mit welchen Mitteln auch immer, dann gründen Sie eine Bürgerpartei und sie wird die stärkste Partei Deutschlands. Eine offene und ehrliche Meinung kann kein Deutscher von seinen Parteipolitikern und von den Regierungen erwarten, da er selbst keine hat. Einen schönen Tag noch, Ihr Parteiloser. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land?